Mein Name ist Christian Kolozai, ich bin Niederlassungsleiter bei der Spedition Timmerhaus in Freudenberg und wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, den Leuten und den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Haben uns da 48 Stunden Gedanken darüber gemacht, welchen Weg wir gehen und in welcher Form wir helfen können. Und da ist uns eigentlich nur aufgefallen, dass wir das am besten können, was wir jeden Tag machen, Logistik. Und haben dann heute Mittag mit unserer Geschäftsführung Rücksprache gehalten, wie wir was umsetzen können. Und haben uns dann entschlossen, hier eine Spendenstelle einzurichten, wo Spenden jeden Tag von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr abgegeben werden können. Und sobald wir diese Spenden oder so viele Spenden haben, dass wir einen Sattelzug voll bekommen, werden wir auch LKW stellen, die dann an die polnisch-ukrainische Grenze fahren und dann die Hilfsmittel dort abliefern. Wir sind ansässig in Freudenberg-Lindenberg in der Siegener Straße 456. Und da ist eben jeder willkommen, der vorbeifährt, der extra jeden fährt, wie auch immer, oder nicht den Weg nach Siegen fahren möchte, ist hier jederzeit herzlich willkommen. Kann sich auch nach den Öffnungszeiten hier gerne bei mir melden. Dann werden wir irgendwo einen Weg finden, hier Spenden anzunehmen, auch Samstag, Sonntags. Aber da eben kurz vorher anrufen und dann kriegen wir das alles geregelt hier. Wir organisieren uns über die Facebook-Gruppe Hilfe für die Ukraine Siegen, die eine eigene Anlaufstelle in Siegen hat, wo Spenden angenommen werden können. Und einfach, um mehr Leute zu erreichen, haben wir gesagt, wir versuchen hier einen zweiten Standort einzurichten, damit die Leute nicht bis Siegen fahren können. Da es verkehrstechnisch auch ganz gut angebunden ist an der Hauptstraße. Wir haben hier ein paar Parkplätze. Wir sind nah an der Autobahn. Somit geben wir den Leuten schon mal mehr Anreiz, hier vielleicht anzuhalten und doch noch mal ein paar Spenden abzugeben. Und worum wir bitten, ist wirklich, sich vorher schlau zu machen. Es gibt Listen, was wirklich benötigt wird. Die werden aktualisiert. Wir benötigen zum Beispiel ganz dringend Babynahrung, Babysachen, Windeln, Hygieneartikel, Medikamente, was frei käuflich ist. Das ist massiv, wird massiv gebraucht. Was wir zum Beispiel viel zu viel haben momentan, sind Anziehsachen. Warme Winterkleidung wird momentan definitiv nicht gebraucht, sondern dann geht es eher Richtung Lebensmittel, die haltbar sind, Konserven und Hygiene, Medikamente und alles für Babys und Kleinkinder. Das wird massiv gebraucht.